Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit der Liebe, was mit der Liebe mit dabei? Escation, hallo! Leute, Tobi hatte eine richtig geile Idee, obwohl er mir verboten hat zu sagen, dass es seine Idee ist. Und zwar spielen wir jetzt Hide and Seek mit Lenkraketen und den Golfkarts. Das heißt, der Lenkraketensucher ist quasi oben in einer Fläche in, ich würde sagen, Pleasant Park ist eigentlich ganz gut dafür geeignet. Und der andere muss quasi mit dem Golfkart vor den Lenkraketen entfliehen. Wir haben uns natürlich auch gedacht, meine Freunde, dass man da einen richtig geilen Parcours bauen könnte, vor den Lenkraketen abzuhauen. Also wenn ihr das mal sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich verrate sogar an der Stelle, meine Freunde. Abo Zombie ist kostenlos bei uns beiden. Tobi, lass mich bitte ausreden. Ich mache gerade Werbung für dich. Guck also mal in die Lobby. Raus, Mann! Was machst du hier? Hau ab! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Komm, mir reicht's jetzt, Alter. So. Also, Leute, wie gesagt, Abo ist kostenlos bei uns beiden. Schaut da auf jeden Fall mal auch bei Tobi vorbei. Der Link von ihm ist ganz oben in der Videobeschreibung. So, es wird wieder in der Mitte von Pleasant Park im Fußballfeld einen wunderschönen großen Turm geben. Da oben ist dann quasi derjenige, der diesen Raketenwerfer in der Hand hält. Und der andere muss dann quasi unten durch wegdriften und so weiter und so fort ein wenig abhauen. Wie gesagt, jetzt erstmal in der einfachen Variante und später dann vielleicht mit einem kleinen Hindernisparcours. Wie gesagt, lasst dafür gerne einen Daumen nach oben da. So, ich jump direkt mal noch Lazy links raus und guck mal, ob ich da vielleicht den einen oder anderen Raketenwerfer finde. Und du guckst mal im Pleasant Park. Ich bringe aus Lazy Links auf jeden Fall ein kleines Kart mit. Lazy Park. Lazy Pleasant Links. Was? Pleasant Links? Easy Chefs. Tomato Lodge. Blush Landing. Tilted Chefs. Paradise Row. Snobby Row. Ich würde sagen, wir holen uns aber erstmal jetzt ein Kart und vielleicht auch das ein oder andere Item hier mit dem Raketenwerfer. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und finden hier vorne direkt. Versuchst du gerade irgendwie Dialekt zu sprechen? Also sind auf jeden Fall genügend Karts in der Nähe, ja, das sollte auf jeden Fall hinkommen. Die gute Laune, die kann uns keiner nehmen. Die gute Laune, die ist da! Nicht mehr lang. Wir müssen halt, wie gesagt, dieses Ding finden, ne? Den Raketenwerfer, echt? Ja. Alter, wusste ich gar nicht. Das ist halt das Problem, ne? Oh, ich hab's! Echt? Nice, Digga, sehr schön. Ich hab vorhin gerade mein Cornflakes gespuckt. Gut, pass auf, dann kaufe ich hier mal ganz kurz, weil hier gibt's nämlich auch die Missiles quasi. Dann kaufe ich nämlich mal ein paar Missiles hier am Automaten. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach nochmal ganz kurz einen Break, weil unser geistiges Fassungsvermögen baut hier auf jeden Fall gerade wieder echt ab. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einfach, wenn wir soweit alles zusammengefarmt haben, in Pleasant Park. Bis gleich. So, Leute, wir haben auf jeden Fall jetzt alles zusammengesammelt. Wir haben den Raketenwerfer mit 45 Rockets. Wir haben einen Golfkart. Wir haben diese... Irgendwer schießt auf mich. Wir haben diese wunderschönen Impulsgranaten. Tobi, wie viele Impulsnades hast du? Warum? Das Golfkart geht doch davon kaputt, oder? Ja, ich wusste nicht, dass du da auch reinkommst. So. Hä? Das Golfkart ist nicht kaputt gegangen an der Stelle. Viele fragen sich, wie hier das funktioniert. Man weiß es nicht. Ich baue hier oben mal ganz kurz meinen kleinen Turm drauf. Also, Tobi, man darf den Turm hier oben nicht verlassen, ne? Ganz wichtig. Ja. Und man muss halt mit dem Kart wegfahren vor dem anderen. Das sind die Regeln. Ende. Okay, ja, ich verlasse den Turm nicht. Du musst den Turm verlassen! Ich dachte, du killst mich hier. Nein, habe ich nicht gemacht. Hab nur gezielt und angetäuscht. Falsch Schaden, unfair. Okay, sollen wir anfangen? Ja. 3, 2, 1 und Golfkart Race versus Rakete. Auf geht's. Oh, Digga, das ist viel zu schwer, Alter. Du bist viel zu schneller als ich. Ich fahr in die Rakete. Schlecht war das! Schlecht war das! Ich fahr einfach in die Rakete rein. Oh Mann. Ich dachte, ich kann die aussehen. Ich würde sagen, drei Runden. Soll ich einfach noch mal? Ja, vielleicht. Okay, ich fahr los. Oh. Das war unfair. Warum? Macht das einen Unterschied, ja, ne? Ja. Ja, gut. Sollen wir los? Ja, ich hab Eier. Ich nicht. Ich bin ja kein Huhn. Du Penner, hör auf, dich in Garagen zu verstecken! Ich war nicht in der Garage. Aua! Ich hab mich selber in die Luft gejagt! Echt, Dave? Ja. Oh, tut mir leid. Alter, ich bin so weit weg, Digga. Du bist im Keller. Ich komm hier nicht aus. Warte, unfair. Was spiele ich hier zusammen, Mann? Warum fährst du in ein Loch rein? Bist du dumm? Ich dachte, du findest mich nicht. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ich habe halt gesehen, wie du da reingefahren bist. Okay, können wir? Okay. Ja. Okay, das ist jetzt schwierig. Sobald du weit weg bist, ist es schwierig für mich, Alter. Oh! Erwischt, erwischt. Überlebt. Fährt er rum. Au. Wow. Yes! Ja, Mann! Und jetzt snipen! Oh ja! Hallo, Tobi! Nein, der driftet weg! Nein!
Oh mein Gott, Alter, was für ein Move von uns beiden gerade, Digga. Digga, dein Move war so heftig und da bin ich aber weggefetzt hier. Oh mein Gott. Okay, das Driften ist richtig stark. Aber dachtest du, ne? Als ob du gedreht hast, Junge, ich hasse dich. Ich bin smart player hier. Nein. Bist du schon wieder darauf eingefallen? Nein. Guck. Oh. BAM! Nein, ich dachte, ich flieg ganz vorbei. Ich flieg ganz vorbei. Oh! Mein Kart ist kaputt, aber yes. Jetzt muss ich weglaufen. Oh Gott! Alter, das ist natürlich lustig. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin weg. Ich bin in einem anderen Haus. Ich weiß, dass du es nicht bist. Oh, ich bin. Aha, du findest mich aber nicht mehr, Digga. Okay, wo bist du? Weiß ich nicht. Tobi? Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Du Volltrottel, als ob du in diese scheiß Fallen reingelaufen bist. Ja, Tobi, ich würde sagen, ja, neue Runde, du bist dran. Super. Ist auf jeden Fall eine richtig witzige Angelegenheit mit dem Kart. Das Problem ist halt, ich kann überhaupt nicht driften. Also Tobi hat eben gesagt, doch, kannst du Leertaste. Lustig auf jeden Fall an der Stelle. Aber man muss sagen, da waren schon coole Sachen dabei so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade das mit der Impulsgranate war richtig heftig, Alter. Wenn ich dann in der Luft gesniped hätte, Digga. Okay, ich stehe oben. Bist du ready? Ja, let's go. Revi? Ja? Machst du gerade eine Ziege oder was? Nein. Digga, wo bist du? Okay, ich fahr wieder rum. Oh weia. Ich liege am fährst Kopf, nicht. Ich liege am Kopf. Digga, du fährst Ich liege am nicht. Kopf, ich bin ausgestiegen. Oh, weg. Oh. Du bist wahrscheinlich irgendwo tiltet oder Ah, da! Jetzt komm her, Kollege. Jetzt komm her. Ja gut, mit Driften ist halt echt sauhart, ne? Hallöchen. Nein! Nein! Oh, überlebt! Überlebt, 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 überlebt. Ah! Aufhören zu snipen! Oh. Oh, was geht? Nein! Oh mein Gott, war das knapp, Alter! Schüssku! Weg hier! Junge, das war ein Outplay, Alter. Oh, 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 er kommt. Nein! Aber du warst schon stark unterwegs, Alter. Danke, ich hab trainiert. Echt? Ja. Ja, warte mal. Okay, Golfkart, ist es kaputt oder nicht? Nee, es lebt noch. Digga, das hat noch. Ein Leben hat das, Tobi. Ein Leben. Soll ich es trotzdem nehmen? Ja. Okay. Safe. Das Golfkart hat 9 HP. Ich hab kein Jagdgewehr. Ich hab's kaputt gehauen, aus Versehen. Und dann hab ich mich so rumgedreht. Guck das so an. Ja. Oh, was nicht. Kein Schaden bekommen. Kein Schaden. Nein! What? Nein! Nein! Ja. Nein! 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 Oh! Ja! Ja! Ich kann das übernehmen. Digga. Aber es war ein krasser Move von mir, Ding. Muss ich sagen. Muss ich sagen, das habe ich gut gemacht. Muss ich sagen. Hallo. Überlebt, überlebt! Digga, wie kannst du sowas überleben? Ich weiß! Du hast mir trotzdem noch Damage gemacht. Wie kannst du das alles überleben? Du hast schon 4 Hitze so geschluckt. Mein Kater ist ein Superladen. Wegdriften, nein! Oh mein Gott! Du kannst es nicht überleben! Ich war nach einem Kart, einem Ding schon weg. Das kannst du nicht machen, Digga, du wirst es. Oh weia. Oh, ich seh dich. Komm her. Das ist ein Airdrop. Nicht bauen. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Ja! Digga, dieses Haus hat nur noch einen Raum. Du bist da nicht mehr. Doch. Okay, dann bist du in dem jetzt. Ja, wie kannst du es... Ah. Nein! Hast du mich eben gesehen beim letzten Mal? Fuck, Alter, und dann noch dieses, wo bist du? Ja, das ist ein Junge, Alter. Okay, pass auf. Ein Try hast du ja. Ein Try habe ich noch, Digga. Aber ich muss schon sagen, ich schlag mich besser als du, oder? Ja, gut, ich habe beim ersten Try aber auch komplett versagt. Also beim zweiten halt auch und beim dritten ja sowieso. Also ich glaube, ich würde sagen, mein Freund, ich land jetzt hier kurz hier vorne, oder? So, und da hole ich mir eine Golfkart. Mein Freund, da komme ich jetzt sofort. Thomas, was soll das? Ich habe keine Lust auf Bayerisch, Hurt. So, du Kratzenbatzen. Ist das ein bayerisches Wort? Was? Nee. Du
Keine Ahnung, ich höre einfach auf damit. Also Tobi, ich würde sagen, ich fahre jetzt nur im inneren Kreis rum und ich würde sagen, Runde Nummer 3, auf geht's, Leute. Gut. Oh, falsch! Oh. Oh. Okay, ich kann die überkippen, Nee, kommt sie nicht! Wie hast du es? Digga. Schießt einfach. Oh, mein Kart ist so kaputt hinten, der Golfsack. Oh. Oh, was? Ich hab einen No-Scope gemacht. Es tut mir so leid. Wir können es nochmal machen, aber ich hab einen No-Scope gemacht. Junge, was tust du denn? Es war ein No-Scope. Du bist sauer. Letztes Mal, ob ich sauer war, habe ich mein Headset gestern kaputt gemacht. Naja. Weißt du noch, wo ich sauer war? Und ach, egal. Ich bin oft sauer. Okay, ich habe noch eine Reason Impulse, Nate. Ich würde sagen, der nächste Rocket-Hit, der wird dich auf jeden Fall auslöschen. Tja, das werden wir sehen. Gib mir deinen Reason Impulse. Komm, los. Du wirst sehen. Triff dich. Hä? Okay, eine kleine Ablenkrakete? Okay, ich steuere die gar nicht. Also, nein! Noob hat nicht getroffen. Was für Noob? So, du wirst sehen. Hallo. Digga, was? Nein, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Bleib hier. Bleib. Die leichte Beschleunigung. Oh! Was ist das denn? Hallo? Kollege, so haben wir aber nicht gewettet. Kollege. Wo bist du? Komm her. Komm du selber her. Hey! Hallo! Hallo! Was ist das? Oh! Ah, hallo. Nein! Wie kaputt ist es? Oh, du hast kaputt gemacht. So, ich war einfach oben drin. Hä? Was? Stopp! Okay, ich hab noch einen Sniper. Bin ich dich jetzt getroffen? Nein! Was ist das denn? Nein! Ja! Was? Ich würde sagen, unentschieden. Doch. Ja, Leute, das war auf jeden Fall ein ganz klares Unentschieden an dieser Stelle. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Richtig geiler Spielmodus. Oh, wenn ihr das Ganze mal mit einem richtig fetten Parcours mit Loopings und Zwick-Zwack over Deck und allem drum und dran sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Schaut definitiv bei Tobi vorbei, Leute. Lasst dem Boy definitiv ein Abo da. Er hat es richtig, richtig hart verdient. Danke, Tobi, für diese coole Idee. Und ich würde sagen, gerne, Leute, dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich echt über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen und schaut auf jeden Fall regelmäßig meine Streams rein. Da geht es nämlich auch ganz gut ab. Tobi ist auch zwischendurch immer wieder mal dabei. Und ich würde sagen, damit küsse ich eure Augen rechts, links, oben, unten. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.